Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und ja, ich will jetzt eigentlich wissen, wo die Sarah ist. Und Ananas gefiel. Was die war ja meine Lieblingshändlerin hier und ich will Panta loswerden. Ich glaube, das wird heute mal eine etwas rachsüchtige Folge, denn ich will ihn wirklich jetzt aus dem Verkehr ziehen, aber ich kann ihn nicht hier einfach so abmurksen. Aber ich will jetzt wissen, wo Sarah ist. Vielleicht ist sie hier auch irgendwo im Gefängnis oder so. Warte, ich hoffe, dass sie zumindest im Gefängnis ist und dass man sie irgendwie wieder rausholen kann. Wo ist denn das Gefängnis? Ich glaube, es ist hier irgendwo. Oder? Das sieht nicht nach einem Gefängnis aus. Sieht auch nicht nach. Ich gehe schon raus. Ja, raus mit dir! Ist denn das Gefängnis? Ich gehe schon raus. Hey, was wolltest du da drin? Hä? Alarm! Was? Alarm! Ich krieg dich noch! Wer ist denn das jetzt? Ach nö, komm! Ich halte den Zug und deine Finger bei den Seen, klar? Okay, aber ich lebe. Nein, die beklauen mich. Wo hatte ich das letzte Mal gespeichert? Hier. Wo ich aber noch kein Geld an den gegeben hatte. Ne? Aber wo ist denn das Gefängnis? Ich will einmal gucken, wo das Gefängnis ist und die Sarah besuchen. Falls die da drin ist. Ich will die finden, ich will die suchen. Ich will auch Rache an den Kanter nehmen. Okay, hier darf ich rein. Pack. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Ich weiß, was du vorhast. Aber es wird dir nicht gelingen, mit dem Gefangenen zu fliehen. Was? Mit dem Gefangenen zu fliehen? Wolfgar, wo ist denn das Gefängnis? Hier ist das wahrscheinlich, ja? Was willst du hier? Ich will zum Gefangenen. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Ich will zu den Gefangenen. Ja, geh nur. Und verabschiede dich von deinem Kumpel. Welchen Kumpel? Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Das hier ist die Kaserne. Ja. Wo willst du hin? Danke, das war alles. Das war alles. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Ich wollte gerade wieder gehen. Du bist doch nicht etwa gekommen, um deinen Kumpel hier rauszuholen, oder? Das kannst du vergessen. Sobald ich Alarm schlage, sind die Jungs hier. Und dann gibt's Söldnerhack. Welchen Kumpel? Kann ich sehen, wer drin ist genau? Ist er mein Kumpel? Ich will mal was ausprobieren. Wir haben ja eh gespeichert. Er tut nichts. Ich kann hier einfach so rein. Was ist damit? Hier passiert nichts. Hier ist aber auch niemand. Boah, bitte lass Sarah hier irgendwo sein. Bennett? Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Was ist passiert? Ich war mit Hodges zusammen in der Stadt, um Vorräte für unsere Jungs einzukaufen. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei und Fußgetrappel. Komm zum Punkt.
Ja, ja, also wir wussten sofort, da ist was passiert. Und wenn die uns hier sehen, da werden wir sofort eingelocht. Wir sind gerannt wie die Teufel. Und kurz vor dem Stadttor bin ich umgeknickt und hab mir den Knöchel verstaucht. Der Rest ist schnell erzählt. Und die Miliz war sofort da und hat mich direkt in dieses Loch gesteckt. Okay, und wer ist ermordet worden? Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Haben Sie Beweise gegen dich? Haben Sie Beweise gegen dich? Sie sagen, Sie haben einen Zeugen, der mich erkannt hat. Weißt du, wer der Zeuge ist? Nein, ich weiß nur, dass er lügt. Wer führt die Untersuchungen durch? Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Ja, das kann ich mir denken. Okay, quatschen wir mal mit Lord Hagen. Aber ich will auch Kanta dafür büßen lassen, dass Sarah jetzt weg ist. Ich hasse den. Ich hasse Kanta. Das Urteil lautet Tod durch den Strick. Und ich will wissen, wo sie ist. Sobald es dunkel wird, werden wir ihn verfolgen und dann gucken, ob wir vielleicht ihn in seiner Hütte oder so finden können und dann da, ja, meucheln können, sage ich jetzt mal. Ohne, dass irgendwelche Zeugen in der Nähe sind. Ja, du das nicht. Von mir erfährt aber jetzt hat er zumindest. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Zumindest nichts. Kein Gold von uns genommen. Boah, ich hatte gerade irgendwie so ein Dingens hier, so eine Lücke im Denken. Irgendwann musste es ja so. Müssen wir es dort haben. Genau, Lord Hagen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius. Der Sekretär des Statthalters hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Ich werde die Beweise organisieren. Ich bringe dir Nachricht. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Okay. Und wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Vielleicht kann das Auge Inos uns jetzt alle retten. Okay, so, Pyrokar machen wir später, einen anderen. So, jetzt will ich aber
merken, dass es dunkel wird. Haben wir noch Quests, die hier irgendwie... Ja, wir haben hier schon... Warte mal. Snapperjagd ist erfüllt? Okay, komm, ich gehe einmal kurz raus aus der Stadt, speichere aber auch noch einmal, bevor ich rausgehe, auf die 4. Komm, auf die 4 hatten wir lange nicht mehr gespeichert. So. Das hast du nicht gewusst. Ist das wirklich wahr? Irgendwas müssen wir auch mit Jäger machen, aber dafür müssen wir zurück ins Mühltal. Genau, sein Gold finden. Wir sind noch nicht stark genug gegen Dings. Und ich hoffe, wir finden vielleicht doch noch einen Degen. Und ihn noch. Mit einem F-Traum, damit wir in seiner Weisheit tat. Aber Kanter, den müssen wir wieder aus dem Verkehr ziehen. Den. Mir egal, ob er noch relevant sein wird oder nicht, aber dass Sarah jetzt weg ist, will ich ihn dafür loswerden. Das hast du schon immer gesagt. Er sollte lieber den Mund halten. Er redet einfach zu viel. Das darfst du keinem erzählen. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Suchenden da. Doch, da sind sie. Nein, hör auf. Willst du die Macht unseres Meisters stören? Du kannst hier nicht entrinnen. Wieso sind die so stark gerüstet? Gerade richtig. Ich finde das gerade richtig scheiße. Wenn er das also ich muss an denen irgendwie vorbeirennen. Das sind viel zu viele Suchende gerade und die sind echt viel zu stark. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich habe aber das Gold nicht an Kanter abgegeben. Das ist immer gut. Ich finde es nur doof, dass ich jetzt hier momentan niemanden handeln kann. Aber okay, ich habe so viel den Leuten hier geholfen und die sind undankbar. Und ihr nicht? Die sind so undankbar, die Leute hier. Weisheit. Das weiß doch inzwischen jeder. Er sollte lieber den Mund halten. Er sollte lieber den Mund halten, genau. Warum soll ich der Kanter sollte lieber kümmern. Den Mund halten. Ach, erzähl mir nicht sowas. Meint sie das anders? Sorry, dass ich mich ein bisschen aufrege, aber ich hasse momentan Kanter, richtig. Und ich hoffe, wir kriegen, wenn wir ihn erledigt haben, Sarah wieder. Und ich muss zusehen, dass ich stärker werde gegen diese Suchenden. Oder zumindest besser gerüstet bin. Warte mal. Brauchen etwas, das mehr gegen Magie schützt, hilft. Was? Teleport zu Haft, okay. So, ich will an den vorbei. Der soll mich nicht angreifen, der soll mich nicht angucken. So, ich glaube, wir machen auch noch bei Hyrokar noch mal einen Besuch. Vielleicht kann er uns helfen. Oh, da oben ist auch noch einer. Ernsthaft?
Alter! Diese Scheißsuchenden! Die sind ja überall hier! So, genau, jetzt sind wir hier. In der Hütte, da muss ich jetzt noch dran vorbei. Gehe ich mal hier rum. Bitte ist hier jetzt kein Suchender an der Straße. Hier ist auch niemand mehr. Degen der Banditen, da haben wir zumindest einen. So, Degen der Banditen. Ja, das haben wir als Beweis gebraucht. So, dann nochmal eine Feuernessel. Und dann hier ein Stein, der zur Hafenstadt führt. Teleportieren wir uns dahin. So. Und den wieder abrüsten. Gut, dass hier in der Hafenstadt aber keiner von denen ist. Jetzt haben wir den Degen. Können wir Fernando verpfeifen? Ich glaube da nicht dran. Glaubst du wirklich daran? Davon lasse ich lieber die Füße. Erzähl mir nichts, ich kenne sie. So, Martin, wegen des Waffenhändlers. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Ich denke, das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Jo, kann ich dann Watras davon berichten? So. Also, gehen wir jetzt mal zu Watras. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie spät ist es, können wir sehen? 13:41. Wäre mir denn nicht so sicher. Egal, wir gehen trotzdem einmal zu Watras und gucken einmal, ob Fernando noch da ist. Glaubst du wirklich daran? Oder ob er schon im Gefängnis sitzt. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Und dann werden wir in der Nacht hier gucken, dass wir Kanta hier meucheln können. Von mir erfährt keiner was. Denn den will ich wirklich jetzt loswerden. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Erstmal gucken, ist Fernando noch da oder schon im Gefängnis? Das wundert mich nicht. Ich glaube da nicht dran. Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe mir das schon gedacht. Ich sehe hier kein Fernando mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wambu. Ich habe für so etwas keine Zeit. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Du hast die falschen Leute gehört. Ja, gut, okay. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Nee, die sehen alle nicht aus wie Fernando. Gehen wir mal zu Watras. Und berichten ihm mal davon. Wegen des Waffenhändlers. Ich habe mir das schon gedacht. Und dann gehen wir nochmal ins Gefängnis und gucken nach, ob Fernando schon da ist. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen.
So, wegen des, dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. So. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferungen mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Ja, okay. Die vermissten Leute. Muss ich noch irgendwie hinkriegen. Gut, wir gehen jetzt einmal ins Gefängnis und gucken da. Und dann würde ich sagen, warten wir ein bisschen ab, beziehungsweise gehen pennen bis zum Abend. Und wollen Kanta oder suchen Kanta. Er erzählt alles weiter. Und sehen zu, dass wir den aus dem Verkehr ziehen können. Also ich bezweifle, dass wir Sarah so schnell wiedersehen werden, wenn er weg ist. Ne, hier war das nicht. Wo war denn das Gefängnis? Dort war das doch, oder? Da ist er. Dass die aber trotz der offenen Zellen hier bleiben? Der soll da schön verschlossen bleiben. Genau, hier gab es ja auch noch jemanden. Hier den, Ruger. Hey, du, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Okay, warum hörst du dich an wie Diego? Kannst du mich trainieren? Mach, dass du wegkommst, Söldner. Okay. So, Stadtwache. Das war also der Armbrustlehrer. So. Fernando haben wir eingekerkert. Jetzt nur noch Kanta meucheln. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir gehen einmal pennen bis in den Abend. Und dann folgen wir ihm, wo auch immer er hingeht. Und dafür, dass er so ein Arsch ist, will ich mich rächen. Ja, bis zum nächsten Abend schlafen. Boah, das ist aber echt mies, gerade mit der Erholung. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Seiner göttlichen Macht. So, ist Kanta noch hier? Rengaro, Jora. Wo ist denn der? Ist das der Kanta? Nee. Baltram. Wo ist denn Kanta? Muss ich ihn jetzt richtig suchen? Nein, ich geh schon raus. Du bist im Weg. Ich will hier raus. Ja, du bist Kerlchen. Ich speichere nochmal. Bevor wir da jetzt nochmal reingehen. Ich speichere hier auf die 5. Der eine sah aus, als könnte das Kanta gewesen sein. Da hinten. Ist er das? Zuris? Was darum? Hast du hier zu suchen? Ich geh schon raus. Ja, du bist raus mit dir. Das war jetzt nicht Kanta. Ich beende die Folge auch erst, sobald wir Kanta getötet haben. Und selbst wenn das jetzt eine Stunde Folge wird. Hier geht es besser. So. Hanna? Hier durften wir ja hoch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay.
Hier ist er nicht. Jetzt muss ich den wirklich suchen, ne? Ach, erzähl mir nicht sowas. Bürger, Bürgerin, Jora, Balkan, das wundert mich nicht. Vanga, Ulf, keiner was. Bengaru, Bartok. Das darfst du keinem erzählen. Akron. Da ist er auch. Nö, warum steht er hier? Alles nur geregelt. Ich hätte das anders gemacht. Das darfst du keinem erzählen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Kann ich ihn das irgendwo entlocken? Steck die Waffe weg. Die hauen sie. Mein Gott, ein Kampf. So, schnell, hinterher. Irgendwo hinweg. Da soll hinterher kommen. Am besten irgendwo bist ne. Ich krieg dich noch! Ja, komm hinterher. So, hinterher komm. Ich krieg dich noch! So, warte, dann nochmal schnell die hier. Dann können wir ihn hier draußen erledigen. Jetzt krieg ich dich! So, komm, Kanta. Ich krieg dich noch! Komm! Alter, was? Nein! Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen! Oh doch. Oh doch. Dich mache ich fertig. So, okay, wir wissen, wo Kanta ist. Bengaru. Wer erzählt denn sowas? Du meine Güte. So, und jetzt komm hinterher. Komm hinterher, dich mache ich fertig. Wo ist die Musik? Ich krieg dich noch! Ja, komm. Wir gehen noch ein bisschen weiter außerhalb. Ich krieg dich noch! Komm. Alter. Nein. Ich will den fertig haben. Die Rache, die muss meiner sein, ja? Ich nehme das gerne in Kauf, wenn die Händler dann nie wieder was von mir kaufen wollen oder mit mir handeln wollen. Aber den will ich dafür jetzt erledigt haben. Du Mann. Oh, jetzt muss ich schnell. Schnell weg. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich krieg dich noch! Ja, ja. Der kommt jetzt wieder hinterher. So. Ich krieg dich noch! Ja, die Panika. So. Jetzt muss ich wieder Heiltränke nehmen. So, und jetzt holen wir uns den Dude wieder zu uns und dann erledigen wir ihn. Jetzt krieg ich dich! So. Den will ich jetzt wirklich erledigt haben. So. Das hast du davon. Das hast du davon. Nichts zu holen. Ist mir egal. So, das will ich jetzt aber auch gespeichert haben. Auf die 5. Und ich hoffe, dafür kommt Sarah wieder.
So, okay, aber dann haben wir das eigentlich im Grunde erledigt. Also, mir geht es besser. Also, dann würde ich sagen auch, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir gehen jetzt schlafen. Und dann am nächsten Tag gehen wir mal zu Pyrokar. Und hoffen, er kann uns helfen, was diese Dinger hier angeht, diese Magier da. Warum hört eigentlich dieser Suchende? Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!